In der 9. Minute ging Goetze in Basel 1:0 in Führung. Nach Yapis Ballverlust war es Meneses, der mit seinem Schuss erfolgreich war. Nach einer ausgeglichenen halben Stunde Eckball für den FCB. Der Ball kam zu Abraham. Das 1:1 und gleichzeitig Proteste von Goetze-Goli Benito. Er sah Valentin Stocker im Offside. Das war nicht der Fall, aber eventuell berührte Stocker den Ball mit dem Arm. Kurz vor der Pause. Freistoß inkommen. Freischuss prallte an Vajoris Rücken. Streller konnte erben und das 2:1 erzielen in der 44. Minute. Goetze reagierte nach der Pause. Vajoris langer Ball erreichte Emegara. Und das 2:2 war Tatsache. Aufgrund unserer Bilder war nicht auszumachen, ob ein Offside vorlag oder nicht. Basel Goetze 2:2.